Liebe Zuschauer meines Videokanals, dieses Video beginnt eine interessante Videoserie über die Geheimnisse der ägyptischen Pyramiden und Tempeln. Auf meiner zweiten Reise durch Ägypten führe ich Sie an Orte, die vielen von Ihnen nicht bekannt sind. In den darauffolgenden Wochen veröffentliche ich meine neuen Filme. Diese Reise organisiert die Reisegesellschaft Kopp und Spangler. Auf dieser Reise begleitet uns der bekannte Herr Reinhard Habeck. Er ist Autor mehrerer Präastronautik-Bücher. Durch den fachkundigen Ägyptologen Professor Dr. Ahmed Mostafa Osman erhält unsere Reise mit den Zauberworten Sesam öffne dich eine Möglichkeit, an Plätze zu kommen, die nicht allen frei zugänglich sind. In Alexandria suchen wir das unterirdische Serapis-Heiligtum auf. Mit Sondergenehmigung besuchen wir die zugänglichen Säle im neu gebauten Grand Egyptian Museum. Im alten Museum sehen wir noch viele Artefakte, die noch zugänglich sind. Neben der Chosser-Stufenpyramide in Saqqara sichten wir im unterirdischen Serapeum 80 Tonnen schwere Monstersäge. Die Knickpyramide von Pharao Chnofru sowie die liegende Riesenstatue von Ramses II. Und die Pyramiden von Gizeh gehören unter anderem zu unserem Programm. Wir statten der Meidun-Pyramide aus der 4. Dynastie einen Besuch ab. Des Weiteren sehen wir die Hawara-Pyramide, die Felsengräber von Beni Hassan aus dem Mittleren Reich. Die Reste der Tempelanlage für Tod und Schöpfergott Chnum, die Felsengräber von Echnaton, Mysterien von Abydos, bekannte Hieroglyphen, die einen Helikopter, einem U-Boot und einem Panzer gleichen, die bunten überdimensionalen Wandreliefs von Jetpfeiler, das Scheingrab des Osiris, das wir mit einer Sondergenehmigung auch am Fundament besuchen, den Tempel von Ramses II., den Tempel Hathor von Dendera und Luxor, Karnak, Tal der Könige und zu guter Letzt den Totentempel der Pharaonin Hatschepsut statten wir einen Besuch ab. Schon vor 3 Jahren veröffentliche ich mehrere Videos über Ägypten. Daraufhin kommentierten Zuschauer meine Filme, einige nahmen telefonisch Kontakt mit mir auf und stellten mir so ihre Fragen. Dieser Anlass führt mich dazu, ein Basiswissen über Ägypten für diese Fragen bei Ihnen aufzubauen. Ehemalige Zivilisationen löschten damals unterschiedliche Katastrophen aus. Durch Ausgrabungen und entdeckte Gegenstände wird festgestellt, dass die damaligen Zivilisationen in bestimmten Bereichen entwickelten waren, als uns bekannt ist. Eine Option über die Existenz der früheren Zivilisationen ist das ehemalige Atlantis. Über Atlantis ist bekannt, dass die Sintflut die ganze Erde überschwemmte und somit Atlantis untergegangen war. Der Einschlag eines großen Meteoriten in einen mit Eisbergen versehenen Teil der Erde löste eine Sintflut aus. Oder es kam zu einem langsamen Umpolen der magnetischen Pole unserer Erde. Das magnetische Feld unserer Erde schützt uns vor der gefährlichen Strahlung der Sonne. Bei Unterbrechung des magnetischen Feldes kann die Strahlung der Sonne ungehindert die Erdoberfläche erreichen. Die Erde könnte sich auf hunderte Grad Celsius erwärmen und alle Eisberge würden schmelzen und damit eine Sintflut auslösen. Bereits bei der Sicht auf den westlichen Teil Afrikas auf Google Maps sieht man immer noch sichtbare Spuren der Richtung des Wassers der Sintflut. Ja, diese Stelle in der Westsahara von Mauretanien sieht tatsächlich wie das damalige Atlantis aus. Die Ähnlichkeiten aus der Beschreibung Platons decken sich mit der berühmten Stadt Atlantis.
Der treffend gewählte Name Auge del Sahara ist der wahrscheinlichste Standort der verlorenen Hauptstadt Atlantis. Platon beschrieb Atlantis so, dass die Hauptstadt Atlantis aus konzentrischen Kreisen besteht, insbesondere aus drei Ringen Wasser und zwei aus Land. Aus der Höhe beobachtet sie das Auge der Sahara wie das ägyptische Auge des Horus aus. Vermutlich liegt kein Zufall vor, dass die Ägypter im Grunde die früheren Atlanten sind. In Erinnerung an ihre frühere Heimat mit dem Auge der Sahara liegt ein Sinnbild des Himmels und Likotes Horus vor. Dass sich die Sintflut tatsächlich ereignete, erfahren wir aus allen vorhandenen Kulturen der Antike oder auch aus der Bibel, dem Koran oder aus anderen Quellen wie der sumerischen Königsliste. Details der Vorwarnung durch Enki beschrieb später die Bibel. Schade, dass aufgrund fehlender Zeilen auf der dritten Tafel des Epos der Name des Berges, an dem das Boot strandete, nicht in Erfahrung gebracht werden konnte. Ausgewählte Atlane retten sich. Holen wir in Erinnerung, dass sich der Patriarch Noah laut der Bibel Genesis Kapitel 6 bis 9 gerettet hat. Im Tempel Dendera zeichnet man beim Türkreiszeichen sieben Wellen, die Sintflut bedeuten. In den Decken finden sich hunderte eingezeichnete Boote, die auf die Rettung bei der Sintflut hindeuten. Die Flut zerstörte die Zivilisation von Atlantis, was um 10.900 vor Christus geschah. Als das Wasser zurückging, landeten die Priester mit ihren Schiffen in der Mitte der Erdoberfläche, wo sich alle magnetischen Kräfte treffen. Sie hoffen darauf, diese Kräfte für sich nutzen zu können. Sie bauen Pyramiden, die die magnetischen Kräfte und Schwingungen des Planeten reflektieren und Energie umwandeln. Das alles geschieht im Zyklus zwischen dem Zeitalter des Löwen und dem Zeitalter des Wassermannes. Das entspricht auch dem gezeichneten Löwen im Boot im Tierkreiszeichen in Dendera. Welchen Grund gibt es dafür für die Kombination des Löwen mit dem menschlichen Kopf und die darauf resultierende Erstellung der Sphinx? Daraus resultiert die Annahme, wann die Sphinx erbaut wurde. Ein Anfang in einem neuen Land, dem die Atlanten den Namen Ägypten geben, ist nicht einfach. Der Name Ägypten bedeutet ein Land, das aus dem Wasser auftaucht. Dennoch profitieren die neuen Ägypter aus den Erfahrungen aus der damaligen Zeit, wie vom Einsatz von Schwingungen, Frequenzen und Vibrationen. In den folgenden Filmen erfahren Sie, wie die Frequenzen die Bedingungen für die Gesundheit verbessern. Wie Megalithen geschnitten, gesägt und transportiert werden oder auch wie der Strom benutzt wird. Die neue Serie meiner Videos der Reise nach Ägypten veröffentliche ich in Abfolge der Besichtigungen vor Ort. Zuerst erscheint das Video in deutscher Sprache. Dann folgt das gleiche Video auf Tschechisch, alternativ Englisch. Videoaufnahmen vor Ort, Recherchen, Schnitt und Kommentar stelle ich in Eigenarbeit her. Falls Ihnen mein Videobeitrag gefallen hat, so geben Sie bitte den Daumen hoch und abonnieren Sie meinen Videokanal.